Bei ihren Ermittlungen zu einem Diebstahl decken Polizeikommissarin Katja Wolf und Polizeioberkommissarin Hanna Held eine sehr hinterlistige Intrige auf. Egon 1522 von Egon. Der 1522? Gustav Freitagstraße 140, dortiges Hotel. Gemeldet wird Diebstahl. Der Melder ist vor Ort. Hat die Raumnummer 10. Ja, verstanden. Ja, und wir haben noch einen Notruf erhalten aus dem Hotel. Da sind Schreie zu hören und da streiten sich zwei Personen in der Lobby. Ja, okay, haben wir mit Sonderrechte frei? Ja, wird so eingetragen. Am Einsatzort hat sich der Streit in eine handfeste Prügelei entwickelt. Noch ehe die Polizistinnen die Situation deeskalieren, geschieht ein Unfall. Meinst du, wenn wir dann ins Hotel? Da kommt einer rausgerannt. Was macht er denn da mit ihr? Ach du. Ach du Scheiße. Nein, du bleibst jetzt hier! Hören Sie auf jetzt! Hören Sie auf! Loslassen! Was soll das denn los? Ja, was soll denn Ihr Verhalten hier? Ich bin hier das Opfer! Was für ein Opfer denn? Was ist Ihnen denn schon passiert? Sie hat mich beklaut! Wir konnten hier direkt vor der Einsatzörtlichkeit beobachten, wie zwei Personen aus dem Gebäude rausgerannt kamen. Die männliche Person hat noch probiert, die weibliche Person festzuhalten. Es kam dann hier zu einer kurzen Auseinandersetzung. Dabei kam eine weitere Dame auf dem Fahrrad. Es wäre dann hier fast zum Zusammenstoß gekommen. Die Dame auf dem Fahrrad ist allerdings gestürzt und hat sich leicht verletzt. Sind nur die Hände oder ist es noch irgendwo irgendwas? Warum haben Sie jetzt die Frau hier bedroht? Alles nur ein bisschen zittrig. Gehen Sie einmal rein, ja? Gucken, dass Sie da Platz nehmen, dann kommen wir zu Ihnen. Diese Schlampe. Sie kennen sich aber, oder? Ich habe Sie gestern aus dem Restaurant mitgenommen. Hier, setzen Sie sich mal kurz. Jetzt darf ich mich beklauen und meine Kette nicht rausheben. Genau. Frechheit ist das. Ja, jetzt hören Sie auf, rumzuschreien. Also Sie haben sich hier gestern Abend kennengelernt, waren zusammen auf dem Zimmer und Sie verdächtigen jetzt die Dame, dass sie ihre Kette geklaut hat. Wir waren bei mir auf dem Zimmer und jetzt ist meine Kette verschwunden. Ich weiß genau, dass sie es in ihrer Tasche hat. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Und wir kümmern uns jetzt mal kurz um die Verletzte. Die holen ein Verbandszeug, die möchte keinen RTW. Wer ist jetzt die junge Frau? Die ist die Tochter. Okay, und die arbeitet hier, oder wie? Genau. Die Ermittlungen zum Diebstahl der Kette erweisen sich für die Beamtinnen als äußerst schwierig. Da die Beschuldigte die Tat abstreitet, müssen sie ihr diese nachweisen. Ich habe natürlich die Kette nicht. Ist da ganz, also okay, aber haben Sie denn eine Tasche noch mit oder die ist irgendwas? Oben. Hab ich jetzt in der Eile nicht. Und das wäre auch schnell weg. Das wäre auch für Sie okay, wenn wir einfach mal gucken, weil ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben sie nicht, dann... Das würde ich auch vorschlagen. Ja, klar. Okay. Sie haben aber hier auch ein eigenes Zimmer oder sind Sie nur hier mit dem Herrn verabredet gewesen? Nein, sie waren mit mir in meinem Zimmer. Der verletzten Hotelangestellten geht es wieder besser. Sie möchte von ihrer Tochter nach Hause gebracht werden, doch der Chef der beiden untersagt das. Er verlangt zunächst eine Erklärung. Okay. Hanna. Was ist hier los? Meine Mama ist angefahren, weil die Dame rausgerannt ist und der Herr Straßhöfer sie festgehalten hat. Darf doch nicht wahr sein. Guten Abend, von Ball. Was ist passiert? Wer sind Sie bitte? Herr von Ball, mein Name. Mir gehört das Hotel. Okay, Sie sind hier der Inhaber. Die Ermittlungen der Polizistinnen ergeben, dass dem Geschädigten der Diebstahl der Kette erst vor wenigen Minuten aufgefallen ist. In seiner Vernehmung belastet der Hotelbesitzer plötzlich seine Angestellte. Tatsächlich erhärtet sich dieser Verdacht. Als wir vom Restaurant auf dem Rückweg waren ins Hotel, da habe ich telefonisch eine Sektflasche ins Zimmer bestellt. Ja, okay. Die haben Sie dann auch gebracht? Ja, die habe ich auch gebracht. Haben Sie denn eine Kette gesehen? Nee, ich habe überhaupt gar keine Kette gesehen. Also ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Da vorne lag sie. Sie war den ganzen Tag da. Okay. Und mir fällt ein, ich habe die Kette gar nicht aufgetragen, als ich ins Restaurant ging und diese Dame traf. Ja, also hat die dann auch da gelegen? Also kann auch jemand anders noch, okay. Also kann auch jemand anders die gestohlen haben. So, also wer hat den Zugang hier zum Zimmer? Im Regelfall die Reinigungskräfte. Ja. An der Rezeption liegt noch ein Generalschlüssel. Ich habe einen Schlüssel und Alena natürlich. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe auch den. Würden Sie auch mal bitte? Und was hast du? Wer jetzt in der Zwischenzeit im Zimmer noch alles war, außer derjenige, der den Sekt gebracht hat, können Sie nicht sagen. Also Alena war die Einzige, die noch hier hochgekommen ist und den Sekt hingestellt hat. Das kann ich Ihnen so versichern. Also ansonsten kann niemand das Zimmer betreten haben. Hast du bei ihr schon in die Tasche geguckt? Dürfen wir mal bei Ihnen in die Tasche gucken? Ja, klar, ja. Ich habe meine Tochter verdächtigen. Also ich meine, das ist ja vollkommen albern. Ja. Ja, das dient ja auch zur Entlastung. Guck mal.
Wie kommt die denn da rein? Das ist meine Geldtasche. Ist das die Kette? Das ist meine Kette. Hey, jetzt nicht alle auf einmal. Nicht alle auf einmal. Nein. Also das ist ihre Kette, ja? Ich will meine Kette geben. Ja, das ist meine Kette. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissarinnen auf ein Indiz, das den Verdacht auf eine andere Person lenkt. Entschuldigen Sie, ja. Lassen Sie mich mal bitte durchtreten. Nee, Sie bleiben jetzt auch mal hier Sie wegen jetzt erstmal Moment hier. Weil was ist eigentlich mit Ihrem Hund hier? Ja, sie ist schon sagt. Der wird wohl abgegangen sein, der Knopf. Ja. Okay. Ja. Wird sie schon finden, denke ich mir. Ja. Kann ich dann mittreten? Nee, Sie bleiben mal bitte hier, weil wir würden das ganz gerne komplett aufklären. Das ist ja Ihre Angestellte und das sind Ihre Gäste. Also haben Sie denn mal geschaut, ob sonst noch was fehlt? Genau. Oder ist wirklich nur die Kette weg? Es ist nur die Kette weg. Alles andere steht noch an dem Platz. Und Sie haben auch alles an sich, was Ja, so viel hatte ich jetzt auch nicht dabei. Also, ja, die Tasche ist es jetzt auch nicht. Und da, das, was da unten glitzert, was ist das? Glitzert was? Hier glitzert auch noch was? Ein Ohrring? Was ist das? Ich nehme es mal jetzt einfach. Manschettenknopf. Das kann es sein. Jetzt kommen Sie bitte noch mal ins Zimmer. Nein, der ist nicht von mir. Sie haben an der Seite eine Manschette. Von der anderen Seite den Knopf. Manschettenknöpfe. Das habe ich eben gesehen. Sie haben da drunter eine Manschette. Ich habe keine Manschettenknöpfe, nein. Also meiner ist das nicht. Also meiner auch nicht. Von irgendjemand muss er ja sein. Irgendwie ist es ja ein bisschen komisch, dass Sie jetzt hier auf einmal den Manschettenknopf von Ihnen, Sie sind der Einzige, der hier eine Manschettenknopf hat. Mir bitte noch langsam zu buchen. Das ist mein Hotel und wenn ich Ihnen sage, ich trage keine Manschettenknöpfe, dann trage ich keine. Aber vielleicht Sie können jetzt trotzdem mal hier stehen bleiben. Ach Gott, verdammt, ich war es nach unten. Sie waren es? Warum denn? Bleiben Sie jetzt mal stehen. Bleiben Sie stehen. Hören Sie auf. Okay. Stehen bleiben, umdrehen. Kann doch nicht wahr sein. Gott, was ist das denn? Hier ernst jetzt? Das ist mein Hotel. Das ist Ihr Hotel. Sie stehen. Das kann doch echt. Ich habe auch schon was gut. Nur wegen der Elena, der fetten Kuh, verdammt nochmal. Wie soll ich die denn rauskriegen hier? Was? Hallo? Also ein bisschen anderen Ton. Sie reden hier von meiner Tochter. Ach, Ihre Tochter. Das ist ja wohl das Allerletzte. Sollte man ein bisschen auf Ihre Figur achten, verdammt noch eins. Was wir jetzt hier auf dem Flur von dem Herrn an Aussagen aufnehmen konnten, ging alles in die Richtung, dass er ja sonst nicht wüsste, wie er die Angestellte hier loswerden soll. Also es ließ sich ganz klar daraus erkennen, dass er also ein Interesse daran hat, die Dame hier zu kündigen. Und er hakte die ganze Zeit auf ihrer Figur rum, was in dem Fall auch noch völlig unangemessen und unangebracht war. Können Sie sich das denn irgendwie erklären, warum der Herr jetzt hier so Probleme mit Ihnen hat? Ich weiß das auch nicht. Also ich war schwanger. Arbeiten Sie schon lange hier? Oder? Ja, bevor ich schwanger bin, habe ich hier schon ein paar Jahre gearbeitet. Da war auch alles in Ordnung. Und dann bin ich jetzt aus dem Mutterschutz wieder hier hingekommen. Und seit 2 Monaten ist er nur am Meckern wegen jeder Kleinigkeit und alles. Und ich weiß auch nicht, warum. Die erfahrenen Polizistinnen spüren, dass bei den Beteiligten die Nerven blank liegen. Mit viel Fingerspitzengefühl beruhigen sie sie und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dann, also, Sie können erstmal noch eine Anzeige gegen diesen Herrn machen wegen Körperverletzung. Ja, das werde ich tun. Weil wir haben jetzt alle Ihre Personalien, Sie haben das Recht dazu. Das war, ja, wie Sie sich verhalten haben, war auch nicht so hundertprozentig richtig. Und deswegen würden wir das auch aufnehmen. Sie würden alle noch mal dazu angehört werden. Wichtig ist, dass Sie alle noch mal eine Aussage zu dem Diebstahl treffen. Also Sie haben alle gesehen, wo wir was gefunden haben. Er hat eigentlich zugegeben, dass er den Diebstahl begangen hat. Und da sind Sie auch alle Zeugen. Ja, jetzt haben Sie der Kollegin einmal zu. Da sind Sie auch alle Zeugen. Sie werden dazu alle angeschrieben. Wir haben die Personalien von Ihnen. Und Sie überprüfen wir jetzt noch mal, ob Sie schon erkennungsdienstlich behandelt worden sind. Und dazu würden wir Sie auch auf die Wache mitnehmen. Da muss doch wirklich nicht sein. Doch, das wird Nein, so das sein. Das ist doch nur ein Missverständnis im Endeffekt. Also dem Hotelchef, der hat sich scheinbar wirklich im Recht gefühlt. Und sich so seiner Angestellten zu entledigen, ist mit Sicherheit nicht die feine Art. Und das wird arbeitsrechtlich noch Konsequenzen für ihn haben und strafrechtlich. Und die Angestellte, die kann natürlich so ihre Existenz verlieren. Und das ist menschlich auch ziemlich niedrig bei uns angesiedelt. Okay, Sie sagen einmal Bescheid, dann bekommen Sie Post von uns und dann erstmal alles Gute, ne? Der Hotelbesitzer wird wegen Vortäuschung einer Straftat, falscher Verdächtigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Seine Mitarbeiterin darf in dem Hotel weiterarbeiten.